Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Finally geben wir uns den neuen Track von Apache, Leute. Ich bin sehr gespannt. Der ist jetzt sechs Tage, wollte ich schon sagen. Der ist drei Tage jetzt draußen. Ich wollte eigentlich erst live streamen. Ich streame jeden Donnerstag auf Freitag auf Twitch. Lasst ein Follow in der Beschreibung da, wo wir uns alle Deutschrap-Releases anhören. 2 bis 3 Stunden streamen wir immer live und geben uns alle Sachen. Die letzten beiden Male ist jetzt ausgefallen, weil mein PC nicht der, wie soll ich sagen, Freunde, nicht der netteste Zimmer war, beziehungsweise Internet Connection, Telekom. Es war ein Hin und Her, Alter. Es ist einfach RIP gewesen. Es ist RIP gewesen. Deswegen sind die letzten beiden Streams ausgefallen. Aber nächste Woche sind wir wieder am Start. Das heißt, wir geben uns jetzt hier ein paar Tracks außerhalb des Livestreams. Und dann würde ich sagen, hören wir jetzt rein bei Apache mit Fame. Produziert von Lucry und Zuena. Die beiden, die ja so oder so für Apache so gut wie alles produzieren. Ich bin wirklich sehr gespannt, ja. Ich habe irgendwas gehört, dass es so dieses Kinderlied mit eingebaut ist. Dieses Sonnenkinderlied. Mein Bruder hat mir irgendwas gezeigt, dass das irgendwie derselbe Text war, den er auf Instagram hochgeladen hat. Ich bin aber sehr, sehr gespannt, Freunde. Natürlich bei Apache, die Ansprüche sind sehr, sehr hoch immer. Was ein bisschen so Fluch und Segen zugleich ist. Wir hören rein, Link zum Original in der Beschreibung. Let's go. Engelsstimme, Digga. Er ist ein Engel. Für euch war nach meinem ersten Wortschluss. An der Spitze ist es einsam. Sie zahlen den Benz von ihrem Vorschuss. Ich zahle den Benz von meinen Einen. Nice, hier sind überall so, Ferrari Testarossa und hier sind überall so, du kleine Hure, ist das eine Anspielung darauf? Ich glaube, es ist eine Anspielung auf seine ganzen vorherigen, Musikvideos. Für euch war nach meinem ersten... Oder? ...Wortschluss, an der Spitze ist es einsam, sie zahlen den Benz von ihrem Vorschuss. Sieht so aus. Und das Outfit hatte er ja auch schon mal in irgendeinem Video an, right? Es sieht so aus, als ob das so Anspielungen sind auf seine alten Musikvideos. Deswegen auch diese Türen sind diese Musikvideos. Check ich das gerade? ...den Benz von meinen Einnahmen, wir feiern hart, zerficken Shows. Und wir lieben Risiko. Ich glaube schon. Nach 22 Jahren habe ich verstanden, mein Vater wollte nicht nur kurz Kippen holen. Bruder, Alter, das kriegt auch nicht auf diesen Beat so eine tiefgründige Zeilen, Bruder. 20 Jahren habe ich verstanden, mein Vater wollte nicht nur kurz Kippen holen. Es wird langsam wieder ab. Meine kleine Schwester schlafen. Ich treibe mich rum auf der Straße. Ab und zu bricht meine Nase. Nicht aus Zucker, doch die Nächte sind kalt. Liebe ruft an, ich hab keinen Empfang. Handy vibriert in der Hand. Kann es nicht lesen, bin wieder auf Wald. Strahlen morgens durch dein Fenster schießen. Ja, das ist der Part. Ich frag mich erst einmal, sorry, dass ich jetzt hier unterbreche. Ich frag mich ganz ehrlich, Freunde. Wann kommt der L'Oreal-Werbespot? Wann kommt der L'Oreal-Werbespot? Wann? Ich warte drauf, Freunde. Die haben, ich könnte mir sogar vorstellen, da gab es schon eine Anfrage. Ich könnte mir, könnt mir das vorstellen. Strahlen morgens durch dein Fenster schießen und deine Nase kitzeln, musst du halb im Schlaf noch niesen. Sind unsere Blöcke viel zu hoch, wir können es nicht genießen. Nicht mal die Sonne schafft es hier rein. Ey, yo, was geht? Wir fahren in Kolonnen durch meine Gegend. Ich tipp nur das ins iPhone ein, was ich erlebe. Ey, Jungs, ihr könnt mir immer noch sagen, was ihr wollt, aber er ist einfach so. Er ist einfach Vollblutkünstler. Er ist einfach ein Künstler, Mann. Scheiße, Mann, jetzt sind wir also Fame. Von kein Problem, die Roller. Nice. Mama, schau her, dein Sohn hat das endlich geschafft. Du wurdest eine Millionärin über Nacht. Scheiße, Mann, jetzt sind wir also Fame. Ey, yo, was geht? Ey, yo, was geht? Und das war aus Brot nach Hause, die Telefonzelle. Ey, sehr, sehr coole Anspielung, Männer. Das ist so sein Weg, seine Geschichte, seine Legacy, kann man jetzt noch nicht sagen, hört sich weird an, aber halt hier einfach seine Diskografie, könnt ihr auch so nennen, wenn ihr wollt. Ich hasse Gewalt, doch manchmal muss man sie zum Spuren bringen. Und sieht man sich mal live, müssen sie sich durch ihre Hose auf die Schuhe pissen. Ich spiele eine Show in einer Arena, du spielst in Kneipen, mal so Ruhe bitte. Alle Karten weg in 10 Minuten, Bitches bieten Sex an für Tour-Ticket. War das von nicht wie wir, nicht wie du? Nicht wie ihr, nicht wie ihr, heißt der Song, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Die Rap-Szene ist nur ein Affenzirkus, in dem kleine Kinder gern mit Waffen anziehen. Ich stehe, wo ich stehe, weil ich bin, wer ich bin und nicht, weil irgendjemand Apache platziert. Ich weiß es doch selbst, ich war lang... Oh, Roller, Digga. Roller, einfach anders. Ey, aber es sind jetzt wahre Worte. Erstmal, wie gesagt, sehr, sehr cooles Musikvideokonzept, fühle ich sehr. Man kann gerade nicht so viel machen in Corona-Zeiten, aber das ist wirklich noch was, wo ein bisschen mehr Aufwand und ein bisschen mehr Kunstverständnis hintersteckt, meiner Meinung nach. Aber... jetzt mal abgesehen vom Video, er führt das Ganze nochmal sinnvollen Text. So erstmal eine gute Melodie, natürlich für Apache normal, aber es ist noch Real Talk dahinter, Mann. Ich steh, wo ich steh, weil ich bin, wer ich bin und nicht, weil irgendjemand Apache platziert. Ich weiß es doch selbst, ich war lange weg, doch auch wenn ich mal ein Kinderlied droppe, besser verpiss dich aus meiner Apache.
Nacht, wenn die Kinderlied droppe aus meiner Release-Woche. Weil alle anderen untergehen, Digga, wenn er was droppt. Und das ist Real Talk so. Das Ding ist jetzt 3 Tage draußen und ist immer noch eins auf den Trends. 2,5 Millionen Aufrufe bei einem Channel, der nicht mal 1 Million Subs hat. Die Zahlen sprechen für sich, Digga. Kallen morgens durch dein Fenster schießen und deine Nase kitzeln, musst du halb im Schlaf noch nie. Ja, Mann, wie hieß das Song noch? Böcke viel zu hoch, wir können es nicht genießen, nicht mal die Sonne schafft es hier rein. Ey, yo, was geht? Ehre. Wir fahren den Kolon durch meine Gegend. Aber auch wie er alle Hops nimmt eigentlich, indem er einfach so die Hooks von so einem Kinderlied nimmt und alle Hops nimmt und trotzdem halt, obwohl es so ein Kinderlied ist, trotzdem eins in den Trends, eins auf Spotify, bla bla bla. Ganz easy. Obwohl es halt ein Kinderlied ist. Und alle Hops, das ist einfach so eine große Hops-Nehmung, Alter. Ich tipp nur das ins iPhone ein, was ich erleb. Scheiße, Mann, jetzt sind wir also Fame. Ey, yo, was geht? Ey, yo, was geht? Mama, schau her, dein Sohn hat es endlich geschafft. Du wurdest... Ah, von, Digga, ich kann... Warum kann ich die ganzen Namen heute nicht, Mann? Von diesem... Digga, wie hieß denn das, Alter? Bin ich dumm? Warum kann ich die ganzen Apache-Songs nicht mehr? Ich hab... Das ist das Problem, Leute. Die Clubs haben geschlossen. Man ist lange nicht mehr im Club gewesen, Digga. Die ganzen Apache-Songs gehen aus meinem Kopf raus. Wieso tust du dir das an? Genau. Und das andere war 200 km/h. Sehr, sehr nice. Deine Millionärin über Nacht. Scheiße, Mann, jetzt sind wir also fame. Mm. Ey, yo, was geht? Ey, yo, was geht? Schöner Mann, schöner Mann, schöner Mann. Ich würde mit diesem Mann einige Sachen anstellen, Jungs. No homo an dieser Stelle, Bro. Vielleicht aber auch nicht. Treppenhaus 31, macht der Autokonzert? Oder ist das eine Albumankündigung? Was ist Treppenhaus? Ist Treppenhaus eine... Treppenhaus hört sich an nach so einem Konzertding irgendwie. Was ist Treppenhaus? Was ist Treppenhaus? Jungs, warum kommt neues Release an? Okay. Okay, ist tatsächlich sein Debütalbum. Es ist sein Debütalbum. Es ist sein Debütalbum, Jungs. Jungs. Jungs, hat Gott mich erhört? Ich habe gebetet für so etwas. Es ist sein Debütalbum. Treppenhaus, heftig. 31.07., Mann. Nice. Endlich mal eine gute Nachricht in diesen Zeiten. Eine gute Nachricht. 13 Tage nach meinem Geburtstag. Ich freue mich da sehr drauf. Treppenhaus, Alter. Geil. Nice, Alter. Das ist halt das einzige Gute an Corona jetzt, ohne dass das Disrespect sich anhören soll. Aber das Positive, was man daraus ziehen kann, dass Künstler zu Hause sitzen und Musik machen. Bam. Ich will gar nicht wissen, was alles gerade für Banger entstehen, Alter. Huiuiui. Freunde, nicer Song von Apache, Digga. Nice. Wirklich. Obwohl, wie ich halt meinte, die Anforderung oder die Erwartungshaltung ist leider sehr, sehr hoch, was ja normal ist, weil alles irgendwie nice und ein Banger ist. Es kann nicht alles so krass durch die Decke gehen wie Roller zum Beispiel, ja. Es kann nicht alles ein Superhit werden. Deswegen ist es für ihn auch schwer, vielleicht was Neues zu droppen. Aber man sieht, dadurch, dass nicht so viel Output kommt, dass es ihn gar nicht juckt, sondern dass er einfach das macht, wann und wie er Bock hat. Und dass es immer noch funktioniert. Geiler Sound, guter Text und krasses Musikvideo, finde ich, mit den ganzen verschiedenen Musikvideos von früher da kombiniert. Das meine ich halt, er ist einfach Künstler. Er ist Künstler und er lebt sich aus und das finde ich schön, Alter. Er lässt sich nicht verbiegen. Apache bleibt gleich, Freunde. Nie wurde ein wahreres Wort gesprochen. Von daher, Freunde, lasst mir auf jeden Fall eure Meinung zum Track in die Kommentaren da. Freut euch aufs Album, ja, nein, vielleicht. Wollt ihr mit mir ausgehen, ja, nein, vielleicht. Bitte beide diese Fragen beantworten und lasst einen Daumen nach oben da. Link zum Original ist in der Beschreibung. Bis dahin, bleibt fresh, hey, so wie immer. Und...